Ganztagsschulen sind Lebens- und Lernorte, an denen sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen sollen und die vielfältige Bildungsprozesse ermöglichen. Weil jede Schule anders ist, unterscheidet sich auch das Lernen über den ganzen Tag. Also in unserem Rhythmisierungskonzept ist das Ganze so aufgebaut, dass es beispielsweise keine festen Pausen gibt für alle, sondern wenn eine Gruppe jetzt eine Pause braucht, dann kann sie die machen innerhalb einer gewissen Zeitplans. Es gibt nur eine große Pause für die Kinder, die dann wirklich aktiv ist mit ganz vielen Angeboten. Und das Schöne an unserem Rhythmisierungskonzept ist, dass es auch für den Effort-Bereich infolgedessen ausreichend Zeit gibt, mit den Kindern inhaltlich zu arbeiten. Was auch wichtig ist an unserer Schule ist, zum Beispiel bevor überhaupt irgendwelche Dienst- oder Stundenpläne gemacht werden, legen wir fest, wann die Kinder essen gehen, damit sie auch in Ruhe essen gehen können. Und danach werden erst sämtliche anderen Pläne erstellt. Es ist uns wichtig, dass wir einen partizipatorischen Ansatz haben, sobald es um die Essensplanung geht. Das bedeutet, dass unser Chefkoch, der bei uns hier am Standort arbeitet, gemeinsam mit den Kindern die Speisepläne entwickelt. Und jede Klasse darf dann für insgesamt 14 Tage, also für 2 Schulwochen, bei uns den Speiseplan eigenständig erstellen. Und ich finde es auch eine Ehre, sage ich jetzt mal, dass wir das hier machen dürfen. Also an unserer Schule gibt es Blockstunden, was heißt, man hat 2 Schulstunden, die 45 Minuten gehen, in einem Block sozusagen. Und dazwischen hat man dann immer 20 Minuten Pause. Wenn der Mittagsband beginnt, haben wir eine Lernzeit, die geht 25 Minuten. Da kann man zum Beispiel seine Mathehausaufgaben machen, eine Art Matheförderung bekommen. Jedes Fest beginnt mit dem Singen. Wir beenden das Schuljahr mit Singen. Teilweise auch am Tage wird einfach mit den Kindern mit Instrumenten gearbeitet. Auch in der Freizeit wird einfach die Musik rausgeholt. Mit den Kindern wird sich bewegt, auch gemeinsam einfach getanzt und gesungen. Denn wir wissen ja, dass Singen, den Text sich merken, Singen, Bewegen natürlich ganz viel was mit Konzentration zu tun hat. Und damit können wir die Kinder ein bisschen fördern beim Spaß. Ich denke, in der ganzen Schule kann man unser spezielles Konzept finden, denn wir haben keine speziellen Ecken für irgendwelche Inklusionsecken oder Freizeitecken. Nein, wir haben immer versucht, dass alles miteinander ist. Schule soll ein Lebensraum sein und nicht nur irgendwelche Bereiche. Und somit finden die Freizeiträume oder die Inklusionsarbeiten, die Sprachbänder, alles findet in jedem Raum statt. Was sich als gut erwiesen hat, ist die Arbeit mit dem Logbuch. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren ihren eigenen Lernprozess in den Logbüchern, von der 1. bis zur 10. Klasse. Dann kann man schauen, was man schon gearbeitet hat. Das ist so ein Plan, was man jetzt arbeiten soll. Zum anderen versuchen wir, die Schülerinnen und Schüler individuell zu fordern und deren Persönlichkeiten zu bilden, indem wir ein ganz vielfältiges AG-Angebot haben. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klasse können sich aus 30 AGen ganz vielfältig etwas aussuchen, entweder aus dem technischen, aus dem naturwissenschaftlichen, aus dem musischen, sportlichen Bereich. Alles ist dabei und da findet jeder immer etwas, was er sich aussuchen kann. Wir haben zum Beispiel die Gärtner-AG, die kann halt was am Schulteich machen, dort sich um die Pflanzen drumherum kümmern oder diesen Schulteich auch ein bisschen umgestalten und halt für mehr Schönheit in der Schule sorgen.